diesem Sportgerät hier spielt man Speedminton. Und wenn es um Speedminton geht, dann gibt es den Basel Expert. Es ist der WM-Drittplatzierte vom letzten Wochenende der Weltmeisterschaft in Berlin. Und zwar der Andreas Wöllner-Hansen. Andreas, du bist der drittbeste Speedminton-Spieler der Welt in der Kategorie U40. Wie klingt das? Das ist wunderbar, völlig unerwartet. Nein, ich genieße es im Moment und ich hoffe, es gibt Nachahmer oder es gibt auch ein bisschen Nachzügler, ja, und auch, ein bisschen auch Junioren, die nachkommen. Aber im Moment ist es ja, ein tolles Gefühl. Danke. Auf die Entwicklung des Speedminton können wir später noch sprechen. Wie muss man sich so eine WM vorstellen, zum Beispiel in Sachen Zuschauer? Ja, in Zuschauern ist natürlich noch nicht so bekannt. Wir haben da ein mehr erwartet. Es sind natürlich sehr viele eigene Spieler dort gewesen, mit natürlich ein paar Familienmitglieder. Es sind über 360 Spielerinnen und Spieler gewesen. Mit ein bisschen Anhang gibt es einen grossen Verein in Deutschland. Das ist Bautzen, ein Speedminton Club. Und die chartern immer ganze Bus chartern und kommen mit 100 und noch mehr Fans und machen mit Trommeln und Gucken und alles Mögliche. Aber das haben wir so wie immer noch nicht. Also ein bisschen mehr erwartet. Vor allem dann im Finale ist auch leider vom Wetter her sind nicht die besten Bedingungen gewesen. Wie viele Zuschauer sind denn so im Finale dabei? Ja, jetzt dort alles in allem sind es vielleicht 500-600 gewesen, höchstens. Also, wie gesagt, es hat geregnet am Samstag dann beim Finale und leider nicht so viel. Ja. Wie viel Preisgeld gibt es an so einem Turnier? Das gibt es noch gar nicht. Da müssen wir noch selber alles zahlen, Flug und so weiter. Nein, das gibt es noch nicht. Also was das Speedminton genau ist, das Telebasel Heimspiel, Sportmagazin Heimspiel, war dabei gewesen, bei einem Turnier vor ein paar Monaten. Allesheim, so sieht es aus. So sieht es aus, wenn sich ein paar der besten Schweizer Speedminton-Spieler zum Turnier treffen. Am Nordwestschweizer Open in Allesheim hat der beste Spieler aus der Region natürlich nicht fehlen. Und das ist derzeit der Andreas Wöllner-Hansen. Seit einem Jahr ist er eins der 13 Aktivmitglieder beim Basler Verein Jumping Speeders. Gespielt wird in diesen quadratischen Feldern, die mit gelbem Klebband auf dem Hallenboden markiert worden sind. Die Spielfläche ist vom Tennisplatz abgeschaut, das Netz wird weggelassen und das Feld wird in der Länge halbiert und geht nur bis zur Servicelinie. Das sieht dann so aus. Zu Punkt kommt man dann, wenn der Speeder im gegnerischen Feld auf den Boden geht. Wir haben es gesehen, spannend sieht es aus. Das Netz hat keins. Nein, hat's wo ist denn dort die Schwierigkeit? Ja, die Schwierigkeit ist einfach, die Distanz zu überbrücken vom einen Quadratfeld ins andere, dass der Speeder nicht irgendwie zu früh den Boden berührt oder hinten raussegelt. Also wenn man smasht und so weiter, braucht man schon eine gewisse Schlagtechnik. Und das ja wie in allen anderen Rekordsportarten auch. Das ist eigentlich die Schwierigkeit, aber das Faszinierende zugleich. Bei diesem Turnier bist du jetzt nicht zuvorderst dabei gewesen, aber an der Weltmeisterschaft den dritten. Ja. Wie passt das? Bei diesem Turnier da habe ich noch bei den Aktiven gespielt und ich bin jetzt genau vor 3 Wochen Senior geworden, also 40. Und habe dann mein erstes Senioren-Turnier gespielt, jetzt an der WM. Also ich bin eigentlich völlig ohne grosse Erwartungen und Hoffnungen in das Turnier reingestiegen. Ich habe nicht gewusst, wie die genau spielen bei den Senioren. Ich habe mich überraschen lassen. Wie bist du auf das Speedminton überhaupt gekommen? Das ist ein glücklicher Zufall. Wir haben das an der Gewerbeschule, wo ich auch unterrichte, wir haben das schon ganz lange, das Material. Dort spielen wir es einfach im Schwimmbad oder sonst auf der Wiese oder in der Halle. Markieren das mit irgendwelchen Markierungshütchen, aber ohne irgendwelche speziellen Markierungen sonst auf dem Boden. Und es war genau letztes Jahr, gewesen, so im Mai rum. Ich hatte dann Kinder trainiert in der Kindersportschule in Bodmingen und um 6 Uhr, als ich aufgehört habe, sind plötzlich so ein paar Männer gekommen, die da ein Netz, oder nicht ein Netz, ein Feld markiert haben auf dem Boden. Und ich dachte, was machen die jetzt hier auf dem Boden? Und dann dachte ich, das könnte Speedminton sein. Ich hatte mal zugeschaut. In der nächsten Lektion, also übernächsten Montag, habe ich dann nochmal zugeschaut. Hatte mal gefragt, dürfte ich mal mitspielen? Dann hat sie gerade gepackt, hast du gemerkt, das ist etwas für mich. Hat sie mich gepackt und vor allem die Mitspieler, der Paddy Bachmann, möchte ich hier schnell erwähnen. Und hat dann gesagt, ey, das ist wahnsinnig, du musst gerade Mitglied werden. Und ich habe eigentlich nicht lange müssen warten oder zögern. Und habe gesagt, hey, gut, dann mache ich mit. Also das war eigentlich vor einem Jahr gewesen. Also Mai einem Jahr, genau. Wie hast du noch jetzt darauf angeschafft, auf die Weltmeisterschaft? Ja, regelmäßig trainiert. Ich mache nebenbei gebe ich noch Konditionstraining, also so Fitnesstraining. Und da habe ich mal so ein bisschen meine körperliche Fitness, das Training habe ich.
Dann das Speedminton-Training, das gehört auch dazu. Wie viele Stunden sind das pro Woche, wo du jetzt für Speedminton aufgewendet hast? Gar nicht viel. Also jetzt im Nachhinein hätte ich gewusst, wie die Spiele, die Senioren, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufgewendet. Aber ich bin relativ locker und entspannt dort rein. Ich habe ungefähr 2 bis 3 Stunden Speedminton in der Woche aufgewendet. Der Rest ist, wie gesagt, einfach die Kondition, Koordinationstraining. Koordinationstraining, das mache ich eigentlich jeden Nachmittag, wenn ich Kinder trainiere, dann habe ich das. Und das ist eigentlich mein Vorteil. Also ich habe die körperliche Fitness plus dann die Schlagtechnik vom Speedminton. Das heisst, was hast du denn in deinen Trainings im Speziellen noch trainiert? Im Speziellen habe ich einfach geschaut, dass ich irgendwie variabel spielen kann. Also nicht nur draufpratschen, wie Speed halt heisst, so schnell, schnell, schnell. Ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen lang hinterher spielen auf der Rückhand, dass der andere passiv muss reagieren und dann kurz in die Vorhandecke einfach so probiert, ein bisschen variabel zu spielen und dann probiert möglichst schnelle Aufschläge und dann auch die ein bisschen variabel. Aber schlussendlich hat das ganze Training in Anführungszeichen nicht so viel gebracht, weil, wie gesagt, wir haben draußen gespielt, auf der Anlage von der Steffi Graf, Anlage in Berlin. Das sind Sandplätze, wunderschöne Anlage, aber es hat ziemlich stark gewindet. Und dann ist alles relativiert worden. Und dann hat's, für mich ist es einfach nur darum gegangen, einfach zurückspielen, schnell, flach zurückspielen, bloß nicht hoch. Wenn man hoch gespielt hat, sind die auch verzogen worden, weg. Oder? Und von dem her, ich hätte müssen mehr draussen spielen, also wirklich bei Wind und Wetter. Das kannst du vielleicht für die nächsten Weltmeisterschaften anpassen. Absolut, das habe ich mir vorgenommen, sobald ich weiss, wo gespielt wird, einfach wirklich ganz spezifisch auf das hin trainieren. Konditionell, hast du etwas Spezielles gemacht für Speedminton oder hast du gelebt wie vor deiner Speedminton-Karriere? Ja, absolut. Also, das ist, eben, wie ich vorhin gesagt habe, das ist mein tägliches Brot. Ich trainiere Kinder. Ich habe 118 Kinder, die ich trainiere, zwischen 4 und 10 Jahren. Und das mache ich jeden Nachmittag, arbeite ich koordinativ mit denen. Und ich habe mal Kinder trainiert im Tennisbereich und dort auch koordinativ, konditionell. Das heisst, die ganzen Bewegungsabläufe, und die sind alle ein bisschen vorhanden. Also auch die Orientierung im Raum, Reaktionsfähigkeit, Balancieren, Rhythmisieren. Und das ist alles ein bisschen vorhanden. Dann. Das, ja. Du hast schon ganz viel Sport gemacht in deiner Karriere. Im Turnverein hast du angefangen, dann ja. Tischtennis, Fußball, Squash. Und dann bist du erst 12 gewesen. Dann ist eine Leichtathletik-Karriere, kann man schon fast sagen. Kantonalmeister, Regionalmeister in der Westschweiz. Wann hast du im Speedminton gemerkt, das ist jetzt wirklich etwas, da kann ich jetzt wirklich mal eben eine schöne Medaille holen, wie die Weltmeisterschaftsmedaille? Ja, eigentlich, wie gesagt, erst letztes Jahr, als ich das entdeckt habe, wettkampfmäßig. Vorher war es bläuschlich. Also ich hatte schon lange ein Einsteigerset und dann zwischendurch mal in der Body oder zwischendurch auf der Wiese irgendwo noch einmal gespielt. Aber das war nichts Konkretes mit Linien aufstellen, mit Zellen und so weiter. Das ist erst gerade jetzt losgekommen. Und ich muss sagen, wir haben ein tolles Team dort, einen tollen Verein. Und es macht auch süchtig. Also ich kann es eigentlich wirklich jedem empfehlen. Wirklich die Geschwindigkeit, das Pfeifen vom Speeden, wie er heisst nicht Shuttle wie im Badminton, sondern Speeden, auf das Pfeifen gehören, das schnelle Hin- und Herspielen, das ohne Netz, das Flache, das Hoche. Absolut Suchtpotenzial. Also. Ich habe gesagt, du hast schon ganz viel Sport gemacht. Ja. In der Vorbereitung auf die Sendung bin ich auf ein erstes interessantes Zitat gestoßen. Und zwar: Sport ist für mich Flucht aus der Wirklichkeit. Gesagt hat das der Thomas Szeki, ein ungarischer Schwimmtrainer. Gilt das auch ein bisschen für dich? Wow, das ist, also für mich ist Sport natürlich eine absolute Wirklichkeit. Weil es ist nicht nur jetzt irgendwie Hobby und Nebensache und Sport, sondern das ist Beruf auch. Und das geht in mein ganzes Leben hinein. Also es ist, es gibt keine Tage, wo ich mich nicht irgendwie aktiv bewege, aber vor allem natürlich als Trainer in erster Linie. Aber natürlich, und ja, es ist für mich absolut keine Flucht. Aber ich kann viel verstehen, wo Sport dann irgendwie als Abgrenzung, als Flucht erkennt und das auch ausnutzen tut. Ja. Also dein Alltag ist im Prinzip schon Sport? Ja, ist so. Und ich bin glücklich, dass ich da Beruf und Hobby und alles miteinander verbinden kann. Du hast gesagt, du bist innerhalb von dieser Kindersportschule. Du bist auch I&S-Experte Kids von den 5- bis 10-Jährigen. Genau. Ist das, glaub ich. Warum ist Sport für Kinder so wichtig? Oh, da gibt es ganz viele Faktoren auf allen möglichen Ebenen. Also auf der körperlichen Ebene natürlich, von der Entwicklung her, von den Knochen her, von der Muskelentwicklung her, dann natürlich vom ganzen Sozialverhalten. Also die Integration von ausländischen Kindern, also Sozialverhalten, Respekt, Toleranz, gewinnen lernen, verlieren lernen. Und wir kommen vielleicht noch auf den einen oder anderen Aspekt von dem. Wie viel Sport ist in der Kindheit zu viel Sport? Gibt es da eine Grenze?
Eine Grenze gibt es nicht, weil man sollte sich eigentlich grundsätzlich immer draussen bewegen. Ob es jetzt dann wirklich ganz spezifisch Sport ist, muss nicht immer spezifisch Sport sein. Aber